So, willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Tomb Raider Legend, wo ich gerade dabei bin oder dabei war, hier nochmal ein paar Sachen nachzuholen, die ich in der letzten Folge verkackt habe. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe die beiden Kugeln nicht hier in die Mitte gelegt, sondern ich habe sie zunächst einmal hier an die Seiten gelegt. Und gerade ist mir in der Zwischensequenz aufgefallen, dass da oben... Hä? Das sah gerade irgendwie so aus, als wenn in der Zwischensequenz, als wenn da oben noch irgendwo eine Kugel ist. Ah, doch, da oben seht ihr sie, ne? Da, genau, die Kugel da, die meine ich. Genau, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich möchte aber natürlich immer noch ganz gerne irgendwie dahin, wo ich ja auch in der letzten Folge schon hin wollte. Und ich hoffe einfach, dass uns das noch möglich gemacht wird. Oha, was tue ich denn? Das war schlecht. Das war ziemlich dämlich. Das wollte ich auch nicht. Ich habe mal wieder die Tasten vertauscht. So, nochmal. Hätte ich von hier aus da einfach hinspringen müssen? Da oben. Das Blöde ist, wir haben hier keinen Speicherpunkt, ne? Kann ich hier ins Licht? Ja, kann ich. Bringt mir nur nichts. So, ich kann darüber. Oder ist das dann mein Rückweg? Das kann natürlich auch sein. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe die Idee, die sich jetzt gerade schon wieder zerschlagen hat. Warte mal, kann ich hier oben rein? Ach, verdammt. Ja, das war doof. Ich hätte... Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie reinglitschen? Nein, gar nichts. Vor allem, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ach so, hier, ne? Hä? Okay. Cool. Hält sie sich jetzt irgendwo fest, wenn ich da dran springe? Nee, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut. Wir gehen hier erstmal wieder runter. Meine Idee wäre nämlich gewesen, dass wenn wir hier oben sind, dass wir hier rüberspringen, rüber. Und von hier aus uns hier irgendwie lang, beziehungsweise dann, warte, da oben entlang, dann darüber, wobei, nee, da ist, doch, da geht's, da ist ein Zwischenteil, dahin, 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 dann darunter, und dann kommt man da nämlich hin. Und dann ist halt die Frage, ob da oben drauf vielleicht irgendwo ein Artefakt ist. Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich das jetzt hier alles schon so fertig mache, dass ich mir dann was verbaue, aber wir nehmen das jetzt einfach mal in Kauf. Oh nein. Ah nee, das geht nur auf, okay. Dann ist gut. Ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt hier schon... Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt? Ah doch, das müsste passen, ne? Warte mal, dann ist das vielleicht wirklich nur ein Rückweg da oben. Dann habe ich eine Idee. Ich hoffe, dass das so geht, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Nein! Wo gehst du denn hin? Ach so. Scheiße, da wollte ich noch gar nicht hin. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara.
Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Ach, das ist mein Rückweg, alles klar. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Gut. Erstmal speichern wir. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Da oben ist aber immer noch irgendwie was, was mich nicht so ganz. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Warte mal, ich will hier nochmal kurz rein. Okay, kann ich nichts machen? Wundert mich jetzt nicht. So, ich habe den Verdacht, dass ich mich hier dranhängen kann, ne? Genau. So, und jetzt muss ich da an die Leiter. Ja. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Diese Wand, da muss ich aber auf jeden Fall noch hin. Da, ich bin mir sehr sicher, dass da noch ein Artefakt ist. Das schreit da ja förmlich danach, da oben in diesem kleinen Raum. Da muss man nur wahrscheinlich den ganzen Krempel hier nochmal machen. Guck, dass ich da rein kann und dann hier wieder rauskomme und dann quasi den ganzen Krempel hier nochmal machen muss. Aber da müssen wir jetzt mal kurz durch. Im schlechtesten Fall oder im besten Fall, je nachdem. Ah, da unten sind Leute. Ah, hier ist... Genau, ich muss dann da oben dran. Beziehungsweise, wie komme ich da denn hin? Kann ich mich da langhangeln? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Vor allen Dingen hoffe ich, dass sie das Seil schnappt. Ja. Was, haben die mich gesehen? Nee, oder? Genau, ich muss erstmal darüber. Ah, scheiße, ich glaube, da kann ich mich nicht langhangeln, oder? Wir probieren es mal. Ah, doch, könnte klappen. Haha. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt hier. Hä? Wie? Ach, da oben, ich wollte gerade sagen. Was ist das denn hier? Ja, okay, und jetzt? Hä? Sag jetzt nicht, das war hier alles. Die Kamera ist hier leider gerade ein bisschen scheiße. Kannst du mir jetzt nicht sagen, dass hier nichts mehr ist. Hä, wofür haben wir denn jetzt die vierte Kugel? Wofür haben wir die vierte Kugel?
Es gibt doch gar keine Vorrichtung mehr, oder? Gut, für irgendwas muss sie ja da sein. Ich glaube das jetzt nicht, dass hier nichts ist. Ich bin schwer enttäuscht. Wow, das war knapp. Da muss ich hier nochmal runter. Moment. Irgendwas ist jetzt hier komisch. Wo muss diese Kugel hin? Kann mir das jemand erklären? Muss sie irgendwo hier in der Ecke? Ist sie irgendwo so versteckt? Noch so ein... Oder muss sie hier in die Mitte noch mit rein? Aha. Ach, hör auf. Cool. Wir haben alle Teile gefunden. Ich bin begeistert. Mega. Und das ohne zu lösen. Ohne in die Lösung zu gucken. Bin ein bisschen stolz. Ja, nice. Das heißt, wir haben jetzt alle Artefakte, ne? Tatsache. Cool. Es lohnt sich also immer noch mal so ein bisschen, sich hier umzuschauen. Und wichtig am Ende ist ja, dass wir alle Klamotten freigeschaltet haben. Alles andere ist uns ja relativ... Ist mir relativ egal. Nee, es ist an sich völlig unnötig, der ganze Krempel. Aber... ja. Es ist trotzdem schön. Es ist halt Herausforderung. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist jetzt erstmal hier lebend weiterzukommen. Zumindest bis zum nächsten Kontrollpunkt. Da wäre ich schon ganz dankbar für. Wenn wir das denn schaffen. So. Kann ich denn unsere Besucher da hinten schon ein bisschen... Ich kann leider auch nicht ranzoomen, ne? Ist ein bisschen komisch. Naja, was heißt komisch? Komisch ist es eigentlich nicht. Ja, ich bin runtergefallen. Ihr könnt ruhig wieder weggehen. Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht zu blöd, das verdammte da drüben ist sie. Hä, nein, nicht mich. Lara! Leute, Leute. War nicht so frech jetzt hier. Immerhin, er hat Medipacks für mich. Oder ein Medipack, das ist schon mal gut. Das ist das Wichtigste. Ich könnte jetzt eine andere Waffe mitnehmen. Oh, hier war ein Kontrollpunkt, ne? Gleich mal speichern. Wie weit sind denn wir gerade so vom Spielstand her? 14% immer noch. Naja, gut. Es geht ja voran, wenn auch schleppend und langsam. Sorry, not sorry, aber... Ich habe gerade noch ein paar andere Sachen zu tun. Oh, na egal. Na komm, hier sind doch bestimmt noch ein paar Leute, oder? Das Blöde ist, hier spawnen die ja manchmal so... Aus dem Nichts heraus manchmal. Kontrollpunkt. Besser ist es, ne? Bevor wir hier gleich zu Parmesan verarbeitet werden. Das aber auch gar nicht schießt, ne? Die Kollegen von ihm, die werden da einfach so gerade mal schön durchlöchert von mir. Und der chillt da einfach nur so ein bisschen rum. Ist ja auch nett. Also von ihm, mir gegenüber.
Okay. Ach, jetzt hängt hier auf einmal ein Seil. Wahrscheinlich sind die damit gekommen, ne? Wo kommen die denn her? Muss ich hier oben hin? Nee. Hä, wo sind die denn hergekommen, die Jungs? Nein! Oh. Das war so unnötig. Warte mal, haben wir jetzt irgendwie hier noch... Sitzt hier einer von den Gängen frei? Nee. Ich sollte mal mir angewöhnen, mit Waffe rumzulaufen. Ich meine, hier ist zwar ja offensichtlich gerade niemand, aber... Sicher ist sicher. Ah, wie blöd, dass ich jetzt ja gerade runtergefallen bin. Das ist wieder völlig unnötige Energieverschwendung. Ich meine, ich habe zwar jetzt noch... ein... Medipack, also ich habe jetzt noch 3 Stück, aber trotzdem. Kontrollpunkt. Speichern. Ach, dafür ist die Leiter. Clever, clever. Ich habe gleich schon den Rückweg mit eingeplant hier. Nett. Deko ist nicht so ganz mein Stil, aber... Das ist ja auch nicht, ich muss hier nicht wohnen. So, dann mal hoch mit dir, Lara. Ach, praktisch. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass hier der ganze Weg eigentlich auch wieder für... Oh. Vor allem, wieso steht der in Richtung Stein? Ah, perfekt. Warum steht der und guckt in Richtung Stein? Und zielt in Richtung Stein. Also ich meine, jede Richtung, aus der ich wahrscheinlich komme, wenn ich vor dem hier gewesen bin, ist doch eigentlich die hier. Und warum steht er dann hier und macht diesen? Naja, egal. Ich will das nicht mal alles hinterfragen. Wird mir wieder vorgeworfen, dass ich wieder Logik suche hier im Spiel. Aber es ist doch wirklich Quatsch. Ach, wie schön, wir sind wieder oben. Ja, okay. Ach so, das ganze Wasser ist ja komplett abgelassen worden hier. Stimmt. Hey, ich glaube, ich habe den Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Dann eben ein Jaguar. Ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Ich hab sie. Wo denn? Wo hast du mich? Aha. Hier sind so viele. Sorry, ich will eigentlich niemanden umbringen, aber... Ich muss ja. Hä, sie ist entkommen? Nein, ich bin noch hier. Au! Wie knallt ihr in die Flanke? Die steht alle vor mir, da kommt ihr an die Flanke gar nicht ran. Soll ich mal den da oben, ne? Weg. Snacken. Nein, den da! Lara! Warum sie sich jetzt erst für den entschieden hat, keine Ahnung. Wie schön, dass die Kollegen da auch einfach so zugucken, wie ihre Arbeitskollegen da erschossen werden. Ist dir noch alles völlig egal? Hauptsache, selbst nicht dran glauben müssen. Was machst du da jetzt? Haben die überhaupt mal irgendein taktisches Training gehabt? Ich meine, ich will mich jetzt hier auch nicht so ausspielen, aber die... Na gut, die KI ist ein bisschen überfordert. Die da alle auf einmal aus der Ecke gespawnt kommen. Ziel in Reichweite. Ich habe irgendeinen getroffen mit der Dings. Ich muss hier erstmal ein bisschen Sachen einsammeln. Oh. Da kommt jemand. Ja, hier wimmelt es nur so von
Hallo, lässt du meine Freundin mal in Ruhe? So. Ich brauche hier noch Medipack. Nein, ich will das Medipack haben. Ich habe gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toro Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. So, ich hätte mir leider, ich hätte mir ja gerne noch dieses Medipack da geschnappt, aber irgendwie war es mir nicht vergönnt. Sehr schade. So, wir haben freigeschaltet. Zwischensequenzen, Biografien, Konzepte, Kostümauswahl und Objektmodelle. Ein neues Kostüm haben wir freigeschaltet. Wunderbar. So, Rückkehr nach Paraiso. Ach, das ist schön, wenn die ganzen Zahlen vollständig sind. Ich mag das. Oha. Ja, genau. Damit werden wir jetzt am besten unsere Abenteuer bestreiten im Dschungel und so. Ist eine gute Idee. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Joa, ich sag mal so, die Lara kann's tragen, ne? Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Die Haare sind sehr wild irgendwie. Entweder hat sie so extrem dünne Haare, dass selbst bei so ein bisschen Laufen, und ich meine, sie läuft jetzt zwar zügig, aber jetzt nicht extrem schnell. Ich habe nichts dabei. Nicht mal Medipacks. Wie gemein. Achso, ich sollte erstmal speichern, ne? Ich bin so völlig hin und weg von ihrem Fummel, den sie da anhat, dass ich hier alles vergesse. Oder die sind halt etwas sehr speziell. Ach, guck mal. Tolle Party hier. Oh oh, da haben zwei Mädels das gleiche Kleid an. Und da ist schon der Mann. Und jetzt gibt's Ärger. Weil, ne, zweimal das gleiche, das geht ja mal gar nicht. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier Artefakte? Tatsache. Ein goldenes, 4 silberne, 6 bronzene. Oh, wir sind in Japan. Also Japan, voll schön. Ich kann hier weder springen noch irgendetwas anderes machen. Ich kann hier wirklich einfach nur laufen und gut aussehen. Aber gut, ist ja auch mal angenehm. So, Mädels. Macht die Bühne frei. Oh, guck mal, die tanzen sogar zusammen, die beiden Mädels hier. Das finde ich gut. Ich kann leider nicht näher ranzoomen irgendwie. Die hat hier irgendwie ein komisches Kleid mit diesem schwarzen Etwas da im Bild bei. Hallo, ich möchte auch mal mittanzen. Die geht voll ab hier, das Mädel. Oh, guck mal, die hat auch so einen schönen Ausschnitt. Ja. Ach, hallo, junger Mann. Ach, sie sind der Zwillingsbruder von dem mit der Dame da, ich sehe es. Er hat eine Brille auf oder was ist das für ein Strich da an der Seite? Das haben die aber beide, ne? Wahrscheinlich ist das so ein Familienzeichen. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ah, guck mal, da ist noch so ein Bruder. Guck mal, die tanzt eigentlich mit mir. Hallöchen. Ich muss mir die Leute jetzt echt mal ein bisschen angucken. Ah, guck mal, der sieht jetzt mal ein bisschen anders aus. Aber sie hat wieder das gleiche Kleid an wie die da drüben, also... In der Hinsicht waren die hier jetzt nicht sonderlich kreativ. Die tanzen mal nicht. Sie hat Lachsfarben an, auch eine sehr mutige Farbe. Ja, und hier gibt es jetzt erstmal Stress, weil beide das gleiche Kleid auf der Party.
Ich glaube, er redet mit sich alleine, oder? Also mit sich selbst. Weil die beiden hier, die sind so gesprächig wie eine Litfaßsäule, würde ich mal sagen. Ich glaube, die leben nicht mal. Das ist ein cooles Kleid. Die Farbe gefällt mir. Die ist Fuchsia-farben, ne? Ist auch echt groß, die Frau. Entweder ist Lara sehr klein. Der Gesichtsausdruck von Lara eben war so, what the fuck ist hier los? Aha. Die sind, haben auch, sich schweigen sich auch nur an. Er denkt sich auch nur so, Oh, die haben sich hier... Er redet mit dem Fenster, sie schweigt ihn auch nur an. Ist ein sehr interessantes... Gibt's denn hier irgendwas Gescheites zu trinken? Ich kann jetzt mit dem reden, ich will aber mich hier noch mal weiter umgucken. Ich meine, außer tanzende, schweigende Menschen sieht man hier nicht viel. Aber... Ach, guck mal hier, das sieht doch interessant aus. Verschlossen. Das sind Bürotüren meistens. Er hat gesagt, du sollst erst mit dem Barkeeper reden. Natürlich. Deswegen können wir ja auch mit dem Barkeeper reden. Gehen wir auch sofort hin. Ich finde mal, da war noch so ein anderer Flur, da möchte ich auch noch mal eben hin. Also an sich ist das schon ein cooles Bürogebäude, ne? Also ich glaube, es gibt schlechtere Umfelder zum Arbeiten. Okay, kann ich nichts machen. Na gut, dann kommen wir nicht umhin, mit dem Barkeeper zu quatschen. Upsala. Ich frage mich, was die drei Männer bei ihr da zu Hause, der Winston, gut, der wird das wahrscheinlich nicht kennen, der wird es wahrscheinlich kennen, aber die anderen beiden zu dem Fummel hier gesagt haben. Guten Abend, ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Hinter mir? Das ist ja eigentlich dann hier, ne? Wahrscheinlich ist es genau das andere Büro, aber trotzdem gehe ich jetzt aus... Protest. Hä? Steht ihr Kleid irgendwie? Also... Ja, egal. Selbst der Baum, der feiert hier schon Party, weil sie hier vorbeiläuft mit ihrem etwas sehr aufgeschlossenen Kleid. Ja, es ist natürlich nicht dieses Büro. Na gut. Dann halt zu dem anderen. Warum sind wir eigentlich die Einzige, die schwarz trägt? Also von den Frauen her, meine ich jetzt. Sie hat einen sehr interessanten Gang, wenn sie in hohen Schuhen läuft. Einfach mal rein. Eben war noch abgeschlossen. Hallo Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Gibt es eigentlich irgendeine Sprache, die Lara nicht spricht? Oh. Party vorbei. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Thank you.
Jo. Das ist doch mal ein Outfit, mit dem man was anfangen kann. Oh, geil. Was war das denn? Hä, wie habe ich das denn eben gemacht? Da oben den Bildschirm. Kann ich kaputt machen? Ich will erstmal hier... Hallo, Leute. Ach, wie cool. Ich kann... Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Dilo ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem. Das schöne Kleid. Sehen. Vom Dach. Vor allen Dingen. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug. Die läuft jetzt hier einfach mal so mehr oder weniger nur mit Unterwäsche rum. Aber gut, ich meine, sie kann es tragen, ne? Ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Oh. Sorry. Gerade vor allen Dingen, wenn er noch daneben steht, mache ich hier seine Bude nochmal vorsätzlich kaputt. Ich mag den irgendwie, der ist irgendwie süß. Auch wenn er wahrscheinlich brandgefährlich ist, der Typ. So liegt hier noch mehr rum. Muss ich die Teile hier vielleicht auch kaputt machen, um ein Geheimnis zu kriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber warum kann ich die abschießen? Oder konnte ich die abschießen, damit die vielleicht auf die Typen drauffallen? Tut mir schon ein bisschen leid. Warte mal, ist da hinten jetzt vielleicht irgendwas? Haben wir jetzt eigentlich irgendwie einen Speicherpunkt gehabt, weil eigentlich ist die Folge vorbei. Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter. Vielleicht ist da oben ja gleich ein Speicherpunkt. Hier oben ist auch nichts mehr. Warte mal, die Waffen, die da rumliegen. Ah, jetzt, okay. Ich muss erstmal eine nehmen. Ich wollte nämlich gerade sagen, das liegt hier nicht so viel Krempel rum und ich kann das nicht mitnehmen. Das geht ja mal gar nicht. So, dann ist das hier der Fahrstuhl. Hätte man auch vorher erkennen können, ne? Kling. Oh. Oh ne, ich seh ein Motorrad. Gar nicht gut. Haben wir jetzt hier mal hier einen Speicherpunkt, bitte? Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad. Ah, endlich. Oh, warte. Auf dem Dach zu verstecken. Gut, so, ich speichere an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Tomb Raider Legend. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann gucken wir uns hier beim nächsten Mal ein bisschen weiter um. Was ist denn hier? Huch! Oh, wie witzig, da unten die Autos waren ja lustig. Das ist ein cooles Bild, auf jeden Fall. Hä? Was war das denn? Das wollte ich gerade überhaupt nicht. Siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Da oben, okay. Ja gut, aber wie gesagt, das machen wir alles beim nächsten Mal. Danke bis hierhin fürs Zuschauen und noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.